In meinen Träumen, bist du der eine, mit dem ich ein Leben lang, zusammenbleibe. Du trägst mich auf Händen und bist immer für mich da. Dank dir bin ich. Ich hoffe, man hört uns auch gut. Dein Kopf ist voll nah. Findest du nicht? Einmal richten. Okay. Du kannst direkt das Buch. Was geht ab, liebe Freunde? Wie geht's euch? Hallo, ihr Lieben. Wir haben euch gefragt, ob ihr Fragen an uns habt. Und das waren echt viele Fragen. Wie viele sind das? 36. Also es werden auf jeden Fall zwei Videos, definitiv. Ja, sollen wir direkt anfangen? Gib ihm. Also das erste war, möchtet ihr ein neues Tattoo machen lassen, vielleicht den Namen eurer Töchter? Ja, das Gespräch hatten wir letzte Woche gehabt. Ja, weil, also, weil wir eigentlich keine Tattoos mehr machen wollten. Und er kam dann zu mir und... Wir haben das gesagt. Doch, das haben wir damals gesagt. Naja, also ich will auf jeden Fall beide Namens auf irgendwo auf meine Körper schreiben mit Geburtsdatum und so. Und natürlich diese Herzschlag. Ja, also ja, das werden wir. Also ich weiß nicht, ob sie das machen möchte, aber ich mache das. Machst du auch ein Tattoo für mich? Nö. Nein, hey, so, ich dachte, du zweite machst. Frage. Zweite Frage. Du hast doch die ja. Die Frage ist aber schon du hast, beantwortet. Du hast also. Doch ja gesagt letzte Woche. Ja, zweite Frage bitte. Okay. Also die Frage wurde nicht gestellt, deswegen, sonst hätte ich auch drauf geantwortet. dann hat jemand geschrieben, hast du momentan auf irgendwas Lust? Wenn ja, sag Bescheid. Ich bringe das vorbei. Ich wohne in Buchheim. Ich sehe nicht von dir. Und wer ist diese jemand? Oh, ich weiß nicht mehr. Ich habe Fragen. Auf jeden Fall, egal wer das ist. Dankeschön, danke vielmals. Echt. Wir haben alles da. Und wenn wir irgendwann was brauchen, dann zeigen wir dir auf jeden Fall. Möchtet ihr noch ein drittes Kind? Ja. Nein. Ja, also ich möchte also, keins eigentlich. Ich möchte noch eins, aber... Aber Leute, ich muss euch auch sagen, wir haben beide gesagt, definitiv, nach Lia ist Schluss. Das ja, haben wir gesagt. Ja, aber weil... Weil? Nein, also... Der kam mir gestern damit an, voll ernst. Heute. Nein, und heute wieder. Also, wir wollen auf jeden Fall das dritte Kind, aber nicht jetzt, sondern wenn erst Lina und Lia zur Schule gehen. Dann überlegen wir uns nochmal. So. Dann braucht er wieder irgendein Baby zum Spielen. Genau. Ab wann kommt Lina in den Kindergarten? Wurde sie schon angemeldet? Also sie wurde schon angemeldet, aber bis jetzt kam immer noch kein Antwort. Und wir wollten selber nicht, dass Lina vor 3 Jahren zu Kindergarten geht. Also ich will auch nicht, dass Lina mit 3 geht. Also ich will nicht, dass Lina noch dieses Jahr geht. Ich will, wenn dann, dass sie erst so Mitte Januar, Februar geht, damit sie nicht denkt, okay, Lia ist jetzt da und die schicken mich weg. Ne? Ja, genau. Das wollen wir nicht. Wir wollen erstmal, dass wir so einen Alltag finden und dass wir uns alle dran gewöhnen und danach kann Lina gerne in den Kindergarten. Hast du auch diese Schmerzen in der Schwangerschaft bei den Rippen? Ich glaube, du meinst Tierschmerzen. Ja, das habe ich. Das sind die Füße. Wann kommt die Kleine auf die Welt? Nächsten Monat. Am 25. soll sie kommen. Aber Lina sollte auch am 25.11. kommen. Sie ist aber am 3.12. gekommen. Ja. Möchtest du Audel bei deiner Geburt dabei haben? Ist das für Frage? Natürlich. Ja. Er war bei Lina auch dabei. Wer soll sonst dabei sein? Genau. Welche Sprache spricht Lina? Also Lina eigentlich nur Deutsch und Türkisch. Also sie benutzt auch manchmal Wörter und versteht, also keiner von uns beide versteht. Keine Ahnung, woher sie diese Sprachen gelernt hat, aber ja, das sind halt Kinder. Aber also. Ich verstehe sie zu 99% verstehe ich sie. Ja, du verstehst sie, weil du halt 24 Stunden mit ihr bist. Ich bin ja...
Aber manchmal kommt sie mit Wörtern, die wir vorher noch nie bei ihr gehört haben, ne? Zum Beispiel heute. Zum Beispiel süß. Heute süß. Sagt sie die ganze Zeit, ah, süß, süß. Ja. So, wann wollt ihr in den Irak fliegen? Das, die Frage kommt so oft. Also, das ist eine sehr, sehr schöne Frage, aber weil ich momentan, wie soll ich sagen, also wenn man als Flüchtlinge nach Deutschland kommt, bekommt man einen blauen Pass. Und mit diesem blauen Pass darf man nicht nach Irak fliegen. Also alle und Länder darf man fliegen. Genau. Und sobald ich nicht diesen richtigen deutschen Pass habe, dann kann ich leider nicht nach Irak. Deswegen, wenn ich die deutsche Pass bekomme, dann werden wir auf jeden Fall fliegen. Ja. Wenn, natürlich. Ja. Ich glaube, dass das, sobald er das hat, werden wir direkt am selben Tag noch einen Flug buchen. Ich glaube auch. Ist auch der damals ganz alleine nach Deutschland gekommen? Ja. Im Kartoffelsack. Genau, 2010. Nein. Das war ein schwerer Weg, ne? Mhm. Und der ist noch im Winter gekommen. Stellt euch das mal vor. Ja, ich will mich daran nicht erinnern. Würdet ihr auch außerhalb Köln umziehen, wenn ihr eure Traumwohnung habt? Ja, also... Das Gespräch hatten wir sogar heute noch. Also, ich will sehr, sehr gerne nach Leverkusen. Ich finde es eine sehr schöne Stadt. Nicht voll, also nicht so voll, nicht so... Das ist auch auf der Rheinseite, wo wir jetzt leben. Ist auch Nähe von Köln. Wenn wir später eine Arbeit in Köln finden, dann kann man immer noch mit Auto. Deswegen, ja, wir werden auf jeden Fall in Zukunft außerhalb Köln leben. Was war das denn? Wie kam es dazu, dass du mit Audet geheiratet hast? Also ach, bei dieser Frage dachte ich mir so, Alter. Ich habe ihn gezwungen. Nee, er hat mich gezwungen. Nee, eigentlich hat meine Mutter uns gezwungen. Warum? Also sehe ich so scheiße aus? Gibt es irgendeinen Grund, dass du auf diese Frage gekommen bist? Fragezeichen. Wie habt ihr euch kennengelernt? Dazu haben wir eigentlich ein Video gedreht, das kann ich unten verlinken. Da könnt ihr euch durchklicken. Mhm. Wo wirst du Lia wickeln? Das ist auch eine Frage, wo ich mir denke... Was heißt wickeln? Also... Überall kann ich Lia wickeln. Auf dem Teppich, auf der Couch. Auf die Straße, im Auto. Ich meine, solange du eine Wickelunterlage hast, oder? Kannst du ja überall. Ja, also, das sind einfach unnötige Fragen, aber muss man halt. Also muss man nicht drauf antworten, aber naja, wir werden eure Frage nicht ignorieren. Habt ihr eine Hochzeitsfeier gehabt oder eher so klein wegen Audels Familie? Also wir hatten gar keine Feier, wir waren nur nach dem Standesamt. Einen Apfelstrudel mit Vanilleeis essen. Ne? Ja. Und ich bereue das auch nicht. Klar, ich will immer noch ein weißes Hochzeitskleid anziehen. Ne? Aber. Leute, Hochzeit das, übrigens, will ich nicht. Das ist gerade Fußball, deswegen gucke ich die ganze Zeit in diese Richtung. Nicht später falsch verstehen. Kann Audel Türkisch. Also Audel spricht wirklich manchmal mit Lina auf Türkisch. Ihn? Und der kann alle Lieder von Ahmet Kaya, Ibrahim Tatlıses, auswendig. Mach so ein Kürmüsegül. Soll ich euch ein bisschen singen? Das schneide ich nicht raus, warte ab. Was wollte ich gerade singen? Nein, also, ja, ich kann ein bisschen Türkisch. Aber ich verstehe mehr Türkisch, als ich spreche. Was? Wie sagt man das? Ich kann mehr verstehen als... Wie wenn du sprechen kannst. Genau, ja. Bist du in dieser Schwangerschaft gelassener als bei Lina? Also bei Lina war ich total gelassen, jetzt auch. Jetzt habe ich nur diesen Druck mit was der... Was heißt gelassen, wenn ich frage? Ne? Also setze ich mich unter Stress oder... Also ich bin echt sehr gelassen. Also bei Lina zum Beispiel, ich habe nicht mal meine Schuhe zugebunden, ne, alleine. Ich habe mich nicht mal rasiert. Ja, aber jetzt. Aber bei, also jetzt also bei mache ich alles selber. Und ich kann immer noch kochen. Bei Lina konnte ich das nicht mehr, ne? Mhm. Also bei Lina hatten wir auch Probleme mit Kochen gehabt. Aber Gott sei Dank. Also dieses Mal nicht. Also dieses Mal fühle ich mich wirklich fitter als wie bei Lina. Obwohl ich bei Lina wirklich nur zu Hause war. Ich hatte hier Beschäftigungsverbot. Aber ich muss sagen, in dieser Schwangerschaft, jetzt seitdem ich weiß, Lia hat sich noch nicht gedreht.
bin ich ein bisschen anstrengender geworden. Ne? Familie. Ja. Wie lange kennst du deinen Mann schon? Boah, wie lange? Seitdem er in Deutschland ist. Also, ne, du hast ja gerade geguckt. Seit 2012. 10? Nein. 12? Wir haben uns erst kennengelernt, nachdem Cocoberry aufgemacht hat. Wir haben uns da kennengelernt. Haben wir 2012 aufgemacht? Also, ich kann mal. Wann war das? So Mitte 2012? Ja. Krass. Ja. Also 6 Jahre und davon sind wir jetzt 5 Jahre zusammen. Ja. Also nächstes Jahr 6 Jahre. Was für einen Kinderwagen hast du für Lia? Wir haben den von My Junior, dazu kommt aber ein extra Video. Ein sehr, sehr geiles Kinderwagen. Also das, wenn du damit fährst, also ist genauso, wenn du mit Porsche oder Lamborghini fährst. Das ist so. Bist du schon mal damit gefahren? Nein, Porsche hier ist so. Naja, so. Ja, ja. PlayStation, wenn ich zu Hause spiele, dann fahre ich öfter her. Ich kann meine eigene Schrift nicht lesen. Ach du Scheiße, das ist doch kein Schritt. Nina schreibt besser als du. Warte, wie würdest du reagieren, falls es doch, ach so, falls es doch ein Junge wird? Ich würde, das Erste, woran ich denken würde, wäre, Scheiße, was soll ich jetzt mit den ganzen Mädchenklamotten machen, ne? Ach du Scheiße, hast du gesagt. Schieß doch lang. Schade. Ja, Entschuldigung. Ja, was also, war das nochmal? Wie würdest du reagieren, falls es doch ein Junge wird? Also wenn du bei der Geburt siehst, es wird ein Junge. Und? Aber ich würde echt daran gesund denken. Aber ich werde auf jeden Fall die Frau Ärztin auseinandernehmen. Alles, was wir bis jetzt gekauft haben, ich werde sie anzeigen. Ne? Das ist viel Geld, was wir bis jetzt ausgegeben haben. Also nicht viel, aber... Meine Angst wäre auch der Name. Wir haben nicht mal einen jungen Namen im Kopf, ne? Ja. Einfach irgendein Name, Reza, Jamal, Sheriff, irgendein Name. Ach, hast du Angst vor der Geburt? Das muss ich jetzt beantworten. Also Angst? Also Angst vor der Geburt habe ich gar keine. Wenn es eine normale Geburt wird, habe ich gar keine Angst. Hatte ich auch nicht bei Lina. Ich hatte nur vor der Einleitung Angst, ne? Wo die mir gesagt haben, ich kriege einen Wehentropfen. Ja, so. Also diese Einleitung ist ein bisschen gefährlich, was die in den Rücken machen. Nein, Einleitung ist doch damit... die Wehen kommen, dass die dir diese ganzen Tabletten diese Spritze, was sie in deinen Rücken gemacht haben. Naja, ja, egal, alles selber scheiße, nein. Naja, wenn es ein Kaiserschnitt wird, habe ich natürlich Angst vor den Schmerzen danach. Aber nicht wegen mir, sondern wegen Lina eher, ne? Dass wir uns gar nicht um sie kümmern können. Dann Kaiserschnitt oder normale Geburt? Ich glaube, die Frage habe ich jetzt gerade beantwortet. Auf jeden Fall normale Geburt. Ist es nicht anstrengend zu kochen? Ich könnte es nicht mehr. Warum? Ja, das hat jemand geschrieben, die auch schwanger ist. Ach so. Ja, ich habe damals auch nicht mehr kochen können in der Woche. Also ich weiß noch, ich saß da in der Küche auf einem Stuhl und war Kartoffeln am Schälen. Mhm. Also bei Lina war echt ein bisschen schwierig mit Kochen. Aber dafür natürlich der Papa hat gekocht. Auch geputzt. Also ich habe auch ja damals Zogen, noch Klamotten gewaschen, normal. Also normal gearbeitet, tschüss, überfreit. Aber damals. Ja, nie habe ich Klamotten mit Händen gewaschen, wie in Ausland. Auf jeden Fall hat auch der damals von 8 Uhr bis 18 Uhr, 17 Uhr gearbeitet. Und an dem Tag hatte der früher frei und ich habe ihn angerufen und meinte, ich kann nicht mehr kochen. Dann meinte der, ja, mach nichts mehr, ich komme jetzt. Und dann hat er mich gesehen in der Küche auf einem Stuhl, ne? Hm. Scheiße. Ich gucke, sie sitzt auf den Stuhl und macht die Kartoffeln. Was machst du? Ja, ich mach Kartoffeln. Willst du stillen? Ja, auf jeden Fall. Also ich halte nichts von Flaschenfutter, also, außer es geht nicht anders. Stillen muss... Auf jeden Fall. Das ist sehr, sehr viel wichtig für das Kind oder das Baby. Weil deswegen, wir merken bei Lina wird toi 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 sehr, 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 sehr selten krank. Also, Gott sei Dank. Wirklich, sie wird vielleicht 2-mal im Jahr krank, wenn überhaupt. Weil egal wie gut diese Milch ist, was man
draußen Pulver verkauft, kauft, ja. ist niemals wie diese Muttermilch. Deswegen bitte an alle Mütter, die stillt das auch, eure Kinder. Genau. Ich weiß, es ist sehr schwer am Anfang. Ich habe auch sehr viel geweint bei Lina, weil das sind Schmerzen, die sind unerträglich. Aber nach einer Woche sind die weg. Ja. Ich weiß noch, ich habe wirklich meine Zähne zusammengebissen und habe geheult. Weißt du noch? Mhm. Das war sehr, sehr schwer. Aber ich bin froh, dass ich das durchgezogen habe. Und das, also ihr habt so eine Verbindung. Schatz, kannst du Fußball ausmachen? Ich schwöre, ich kann mich nicht konzentrieren. Warte, ich mache nur das aus. So, ja. So, wirst du Lia so erziehen wie Lina? Also, Liana? Also natürlich die Dinge, die wir bis jetzt falsch gemacht haben, mit Duschen, Klamotten anziehen. Erziehen, sorry. Also ich finde, wir haben Lina bis jetzt noch nicht falsch erzogen. Also Lina ist nur so ein Kind, die wir wirklich gewünscht haben. Also genau. Vom Charakter her, also natürlich jeder Kind wird bei Kleinigkeiten und so ausrasten, das ist normal. Das ist normal. Auch wenn es ein kleines Engel ist. Aber was mir sehr wichtig war, dass Lina auf jeden Fall teilt. Das war am wichtigsten für uns, dass Lina einfach das. Also wir sind wirklich sehr, sehr froh darüber, wenn wir rausgehen mit anderen Kindern, Indoor-Spielplätze. Also sie hat Geduld und wartet und teilt gerne. Ja. Toi, toi, toi. Langsam. Ja. Wie läuft die Ehe? Habt ihr mal Streit? Wenn ja, wie klärt ihr eure Probleme? Also Streit haben wir nicht mehr so oft wie früher. Also natürlich, bevor Lina auf die Welt kommt, hatten wir öfter. Sehr, sehr viel Streit. Aber jetzt... Wir haben gar keinen Streit mehr. Also, es ist eher so kleine Diskussionen und dann... Aber es gab noch nie eine Situation, wo wir wirklich nicht tagelang miteinander geredet haben. Nö. Seitdem Lina da ist, nee, hatten wir nicht gehabt. Ich finde es auch wichtig, also... Und natürlich, Streit macht auch die Liebe stärker, ne, Leute? Dürft ihr nicht vergessen. Ja, also manchmal... Suchen wir Streit, weil uns langweilig ist, ne? Also ich am meisten natürlich. Wenn ich morgen aufstehe, ich habe immer meine Tage. Immer, jeden Morgen bei mir ist dasselbe. Aber der sagt Bescheid. Der sagt immer, Schatz, ich habe heute meine Tage. Dann weiß ich Bescheid. Aber mich nervt das dann total. Und das kommt einfach nur davon, dass ich so spät schlafe. Also ich kann ja nicht normal 11, 12 Uhr schlafen, sondern spät das einfach 3, 4. Und das macht mich am meisten aggressiv. Aber sonst kann ich nur raten, redet. Wenn ihr nicht redet, dann platzt ihr irgendwann. Also natürlich da, nicht da, wo ihr Streit habt, sondern wenn da, wo ihr Streit habt, einfach einer von euch beiden oder soll rausgehen, bis die Sache sich beruhigt hat. Dann, wenn der Mann oder die Frau nach Hause kommt, redet in Ruhe. Und wie läuft die Ehe? Die Ehe läuft gut. Also ich habe nichts auszusetzen, nur. Ganz normale Ehe halt. Würdest du dich mit einer Abonnentin treffen, die auch ein Kind hat? Ehrlich gesagt, nein. Also, ich treffe mich generell nicht mit fremden Menschen. Und Audar mag das ehrlich gesagt auch nicht. Also, es gibt ja verschiedene Treffen. Also, wir haben bis jetzt sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Und, ich will auch nicht das hier jetzt ausnutzen und mehr Freundschaften knüpfen und am Ende alles bereuen, deswegen... Also ich sag mal so, ihr seid zwar unsere Zuschauer, wir lieben euch, aber ihr müsst uns auch nicht falsch verstehen, dass wir das wirklich nicht wollen, weil ich weiß... Nicht, weil wir denken, dass ihr schlechte Menschen seid oder so, auf keinen Fall. Nur das Problem... Wir haben umso mehr Freunde, umso mehr hat man Kopfschmerzen. Genau. Und das haben wir erlebt, bevor Lina auf die Welt kommt. Jetzt sind wir eine kleine, süße Familie und ich denke, das reicht uns also. Also wir haben nicht mehr mit... Also damals hatten wir nur durch unsere Familie so viele Probleme und Streitigkeiten. Und jetzt, wo wir nicht mehr so viel Kontakt zu unserer Familie haben, finde ich, läuft unsere Ehe viel, 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 viel besser, ne? Also ich weiß nicht, wie... Aber das eure Familie viele. Sind. Das schreiben immer viele. Aber ich sag mal so, heutzutage,
Also diese Verwandtschaft, diese Familie ist nicht mehr wie früher. Also egal wie ihr mir jetzt was erzählt, ich glaube nicht mehr daran, weil ich weiß, ich bin mehr draußen. Ich habe auch natürlich mit vielen Menschen zu tun, die mir genau das Gleiche erzählen. Und ich muss auch sagen, was ich krass finde, auf YouTube oder auf Instagram schreiben uns so viele Leute, also die wünschen uns das Beste. Und wenn ich so sehe, Freunde, Familie, die gönnen uns einfach nichts. Wenn wir zum Beispiel Sachen zugeschickt bekommen, die gönnen uns das einfach nicht, ne? Aber die Fremden gönnen uns das. Und die Freunde lächeln uns zwar ins Gesicht, aber da wissen wir hintenrum, deswegen, die gönnen das uns nicht. Und deswegen... Ich finde es einfach so, schade. Wie jetzt gerade ist, ist schön mit euch Kommentar zu beantworten, schreiben, mit euch zu unterhalten, dass wir halt eure Fragen beantworten. Aber ich denke, wenn wir nah sind, dann ist das nicht mehr so warm. Also das, was ihr denkt, was wir denken, ich denke, wird nicht zusammenklappen. Deswegen wollen wir auch nicht mehr versuchen. Also nicht falsch verstehen bitte. Ja. Also klar, wäre jetzt eine Abonnentin unsere Nachbarin, dann würde man natürlich Freundschaften aufbauen und sonst was. Aber jetzt weil mit Fremden würde ich mich nicht treffen. Eins muss ich noch sagen, mit einer Zuschauerin, die wirklich uns überall geliebt hat, die sich jetzt nicht mehr meldet, das fand ich wirklich sehr, sehr schade. Ich hoffe, du weißt, wer mich damit meine. Also... Uns juckt das nicht, ob du dich meldest oder nicht, aber warum wir jetzt nicht mehr mit unseren Zuschauern treffen wollen, ist der Grund dafür. Also, weil wir haben diese Person in unser Leben reingelassen, Privates erzählt, gesessen, gelacht, geschlafen, alles mögliche haben wir gemacht und jetzt... Und die Person war wirklich eine Zuschauer. Ja. Ja. Wie denkst du über die türkische Politik? Also ich befasse mich gar nicht mit der türkischen Politik. Also Politik ist Kacke. Genau wie Religion, genau wie Krieg. Geld, genau wie alle anderen Sachen. Deswegen Religion, Politik, Geld, das Thema, haben wir zu Hause sehr, sehr selten. Also wir reden, natürlich wir reden über Geld, aber Politik, Religion, alles Müll. Vermisst du die Zeit ohne Kind? Das glaube ich nicht. Wenn ich ehrlich bin, ganz, ganz selten. Also klar gibt es mal Tage, wo ich mir denke, jetzt könnten wir auch zu diesem Konzert gehen. Aber ich würde mein Kind niemals missen wollen. Also ich könnte mir ein Leben ohne Lina jetzt niemals vorstellen. Ich auch nicht. Also mein Leben hätte dann gar keinen Sinn mehr. Also schwer. Ohne Lina ist ekelhaft. Wie gehst du mit Hater-Kommentaren um? Also früher hat uns das voll mitgenommen, ne? Wenn wir so schlechte Kommentare gelesen haben. Aber ich muss dazu sagen, wir haben wirklich sehr, sehr, sehr wenige Kommentare, die so mit Hass sind oder wo man uns beleidigt. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht haben wir noch zu wenige Zuschauer. Aber... Juckt uns nicht mehr. Wir lesen uns das durch. Dann sagt er mir das oder ich sag dem das. Blockieren. Lachen drüber und löschen. Löschen den Kommentar. Das war's. Seid ihr glücklich zusammen? Die Frage haben wir beantwortet. Wann fliegt ihr wieder in die Türkei? Ich hoffe nächstes Jahr im Sommer. Also dieses Mal wollen wir auf jeden Fall länger bleiben, ne? Also... Am Juni waren wir. Ja. Juni oder also Juni also, ist der perfekte Zeitpunkt. Genau, also war wirklich sehr, sehr schön, aber ich fand 7 Tage war echt zu wenig. Ja. Also wenn man Urlaub fliegt, weniger als 10 Tage lohnt sich echt nicht. Ja, finde ich auch. Werdet ihr Lia zeigen? Das ist auch eine Frage, wo jeder sich denkt, sie werden Lia zeigen, aber so ist das nicht. Wir werden Lia nicht zeigen. Direkt beim ersten Ding? Also bei der Geburt kann man Lia auf jeden Fall sehen, ne? Wir werden ja die Geburt mit aufnehmen. Aber verspreche nichts, ne? Ja, also weil, wenn das ein Kaiserschnitt wird, kann man das ja nicht aufnehmen. Aber ich meine... Außerdem, auch wenn es normale Geburt ist,
wir versprechen nicht, dass wir das aufnehmen können. Also wir werden es für uns aufnehmen, aber ob wir das euch zeigen, das wissen wir noch nicht. Ja. Und dazu muss ich sagen, wir wollen Lia erstmal 40 Tage lang nicht zeigen, weil ich glaube sehr an Nazar und an diese Bauchschmerzen. Ich auch auf jeden Fall. Erstmal nicht, weil ich weiß noch, damals hat meine Schwägerin Lina am 30. Tag oder so gepostet auf Instagram und ich bin ausgerastet. Das war Sasa? Ja, meine Schwägerin. Ach so. Und ich weiß noch, ich bin ausgerastet, ich habe das auch gesagt und der meinte, ja Schatz, was soll ich sagen? Soll ich sagen, sie soll das Foto jetzt löschen? Ne? Mhm. Also ich war da richtig aggressiv. Aber da war ich auch noch in meiner Dingensphase. Direkt nach der Geburt. So, Geburt filmen war die zweite Frage. Wie gesagt, wir werden es für uns auf jeden Fall filmen, aber was wir euch zeigen und was nicht, wissen wir nicht. Würdest du draußen stillen? Ja. Habe ich bei Lina gemacht, werde ich bei Lia auch machen. Also natürlich nicht auf die Straße so mit nackten Titten rumlaufen. Aber Haltestelle, ja, mit Tuch haben wir gemacht, bei Einkaufen. Restaurant. Wenn mein Kind Hunger hat, hat es Hunger. Ich lasse doch nicht mein Kind heulen, damit andere da... Also sobald man ein Tuch oder irgendwas dabei hat, dass man das nicht alles sieht, ja, ist normal. Ich finde es auch wichtig, also das ist wichtig. Das ist genauso für das Kind ist, wenn wir auf die Straße so Durst bekommen, dann trinken wir auch, also. Aber ich mag es auch nicht, wenn eine Frau stillt. Das weiß ich noch, weißt du noch, im Bus? Also natürlich, ja, einmal haben wir wirklich eine Frau im Bus gesehen, oder Bus oder Bahn, weiß ich nicht mehr. Bus, die saß hinten. Das war wirklich dreckig, also ekelhaft, wie die das gemacht hat. Die hat ihre Titte rausgeholt, hat das Kind gestillt und man sah ihre ganze Titte. Sowas finde ich nicht schön. Das geht auch nicht. Dann nimm lieber so ein Spucktuch oder hol dir so ein Tuch, was du immer bei dir hast in der Wickeltasche und still dein Kind anständig. Ja. So, wärst du jetzt schon bereit für eine Geburt? Koffer gepackt, alles eingekauft, was fehlt? Ja. Koffer gepackt, ja. Eingekauft. Ohrstäbchen fällt. Oh Mann, oh, der hat seine Ohrstäbchen. Also heute wollten wir kaufen, aber dann dachte ich mir, scheiß drauf, das kriegst du auch bei DM. Nicht schön. Ja, sonst bin ich bereit. Ich brauche nur noch ein paar Unterhosen. Die muss ich noch kaufen. Kannst du meins benutzen. Ja, also... Gibt es noch irgendwie eine Frage, was dir so einfällt, was immer gefragt wird? Also, auf ein Video habe ich noch eine Frage beantwortet. Da habe ich auch geredet. Viele fragen, ob ich Jeside bin. Nein, Leute. Damit das auch mal so geklärt ist. Genau, also ich habe nichts gegen Jesiden, nichts gegen Deutschen, nichts gegen Iraner, Araber, egal wer. Wir sind alle Menschen und ich komme aus dem Irak, aus Slemani. Ich spreche Sorani, damit das auch jetzt so geklärt ist. Ja, wenn ihr weitere Fragen habt, könnt ihr die ruhig unten stellen, dann drehen wir das in dem nächsten Video ab. Aber ich denke mal, bis jetzt haben wir alles beantwortet. Ja, also wenn ihr eure Fragen auf Kurdisch schreibt oder auf Kurmanji, das kann ich auch lesen, das kann ich auch beantworten, gar kein Problem. Aber auf Arabisch-Persisch kann ich nicht. Und auf Türkisch natürlich, die Dame antwortet auch. Ja, also... Was auch gestellt wird, ob ich schon mal deine Mama kennengelernt habe, nein. Also, was heißt kennengelernt? Am Telefon... Persönlich noch nicht, leider. Aber live ab und zu, wenn wir telefonieren und so. Sie redet, meine Mama redet mit ihr. Aber ich finde es auch wichtig, wir machen ja fast alle 2-3 Monate machen wir ein Paket und schicken denen das. Und ich finde sowas auch wichtig. Also auch wenn es Kleinigkeit ist, ja, die freuen sich darüber. Auch wenn es nur ein Shampoo ist oder hier Wimperntusche. die freuen sich sehr. Also ja. Und was mich sehr freut, ich darf dann die Sachen einpacken. Und dann ist das wieder so ein Überraschungseffekt, ne? Mhm. Und das, ja. Ja, wir werden das Video jetzt beenden. Genau, geht auch schon mal 10 Minuten. Ja, und danke
für euer ganze liebe Kommentare. Gefällt mir diese tolle Sätze, was ihr alles schreibt. Wir bedanken uns dafür. Natürlich durch euch. Durch sind eure, wir so weit gekommen. Genau. Hoffentlich ihr seid nicht sauer auf uns. Da wo wir gesagt haben, wir können euch natürlich treffen, aber wir werden nicht mit euch befreundet sein. Also muss ja, das klar, auch nicht sein. Wenn wir euch auf der Straße sehen und ihr uns anspricht, dann freut uns das sehr. Aber ich würde jetzt keiner Zuschauerin wieder meine Nummer geben. Ich weiß, nicht jeder Mensch ist gleich. Ich kann auch nicht jeden in denselben Topf schmeißen. Aber diese eine Erfahrung hat uns gereicht und das wollen wir nicht nochmal durchmachen. Genau. Naja, jetzt haben wir echt viel geplappert, ne? Danke nochmal für eure ganze schöne Frage. Und sorry, wenn wir irgendwas vergessen haben zu beantworten. Ihr könnt immer wieder eure Fragen stellen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Einen Daumen nach oben nicht vergessen und abonnieren. Tschüss. Bye, bye.